Darauf lässt sich aufbauen. Fällt in Schokolade. Uns fehlt wahrscheinlich wirklich Schokolade. Nee, tut's nicht. Wir haben Massen an Schokolade. Die Leute haben keine Erklärung dafür. Ein geschmacklos anmutender Ort. Warum seid ihr unzufrieden? Weil ihr zu viele seid, nicht wahr? Für was? Nee, wirklich, warum sind die unzufrieden? Ihr habt so viel Kram. Seid ihr unzufrieden, weil ihr die Dinger nicht habt? Weltverschmutzung. Tut nicht so. Ach, deswegen! Weil jemand Propaganda auf uns angewandt hat und die Zufriedenheit runtergezogen hat. Sieht beschäftigt Drecksack. Aus. Da kommt jemand. Ich finde schön, dass wir diese Charterroute immer noch haben. So, damit haben wir den ersten hier angeschlossen. Frage, wie wir den hier effektiv anschließen möchten. Da war die Sache, dass ich den so positioniert hatte. Machen wir es noch ein bisschen anders. Da kommt das Kraftwerk so. Und die Schienen. Die müssen ja nicht gerade sein. Die Frage ist, was wir für Gebäude hier einsetzen möchten. Wir könnten hier Wohnhäuser mit einplanen. Oder wir müssen schauen, was für andere öffentliche Gebäude noch fehlen. Postamt haben wir hier. Wir haben Postämter schon geplant. Wir müssen die gar nicht neu bauen. Wie glücklich. Die Kornkammern sind bis zum nicht weniger als. Oh, Moment. Haben wir irgendwelche Lebensqualität, die wir liefern können direkt? Noch ist dies nicht die perfekte Formel für ein erfülltes Leben. Irgendjemand möchte doch Tortillas haben als Lebensqualität. Ich bin unvollendet. Eigentlich kein Grund, hier Trübsal zu blasen. Wir würden mit dem Rindfleisch was machen können. Wir würden hochrennen. Das wäre aber Verschwendung. Aber Rindfleisch? Locker. Wie steht ihr, was Post angeht? Aha. Hier, Parfüms, Motorroller. Das ist noch falsch. Wir sind abflugbereit. Ja, ich weiß. Moment mal, die können die Post aber trotzdem. Nein, die können. Hier wird halt keine Post produziert ohne Postamt. Und wir haben. Wie viele Postämter überhaupt geplant? Eines. Und dann Batzen Postkästen. Okay, Udina. Wieso gehen hier die Nähmaschinen aus? Manchmal frage ich mich Dinger. Baumaterial. So. Und dann komm in die alte Welt nach Bright Sands. Viel Spaß. Artistas wollen Nähmaschinen haben. Drei Aluminiumschmelzhütten werden gebraucht, um Nähmaschinen aufrechtzuerhalten. Und wir können nach aktuellem Stand 4 Stück versorgen, nicht wahr? Einer kann 3 versorgen. Wir bräuchten noch einen weiteren Köhler, dann könnten wir noch ein bisschen weiter agieren. Und so kriegen wir einen Aluminiumüberschuss. Die Nähmaschinenfabrik scheint nicht komplett ausgelastet zu sein. Was eine pure Lüge ist. Die scheint gar keine Probleme zu haben. Willst du uns zuschauen? Aber warum? 30 Sekunden zu 1,30. Nach allen Gesetzen der
Mathematik müsste er sagen, jo, nö. Dass das 1 zu 3 nötig wäre. Ach, wir hatten 1 zu 3. Wir sind jetzt bei 1 zu 4 gerade. Oh. Ich sehe. Und wir können mit Hilfe von einer Bauxitmine auf 1 zu 9. Das ist lustig. Haben wir das so? Ja, wir haben das Geld. Wir haben das Geld, wir machen das. So und so. Hier gibt es auch Gold, das wir theoretisch fördern könnten, aber das ist eine Sache für später. Gold. Für Schmuck brauchen wir Perlen, nicht wahr? Müssen wir Perlen importieren? Wir haben auch irgendwie Zugriff auf Perlen erhalten. Perlen. Okay, 2 Goldschmelzen für eine Goldschmiede. Ganz schöne Wartungskost, das kann warten. Mehr Druck im Kessel. Okay, jetzt aber. Haben wir auch den Sekt? Ja. Sind Sie bereit, Ihre... Riesige Kiste mit Alkohol, das ist... ...für meinen Blutdruck. Ey. Verschwendung von Lebenskraft. Also, wir waren hier stehen geblieben, dass wir Schienen setzen wollten für später. Indem wir... Also, der hier muss oder so passieren. Also die Überlegung ist halt, wo wir gerade wirklich langziehen können. Ich würde das Geld auch an einem gewissen Punkt direkt doppeln. Denn wir müssen von hier aus auch das hier versorgen. Oh. Das sollten wir direkt mit einplanen, dass dieses Kraftwerk da hinten versorgt werden möchte und der Tankhof da hinten. Dass das hier aufgeht, war purer Zufall. Wahrscheinlich baut das dementsprechend noch eine Doppelung hier drüben. Weil hier zwei Sachen versorgt werden müssen. Hier, wenn wir zumindest diese Strecke hier doppeln müssen. Und vielleicht diese hier auch noch. Das sehen wir aber dann. Hier hinten ist halt keine Doppelung nötig, weil das Kraftwerk nur von hinten geführt werden muss. Wir könnten einfach hier hinten außen rum gehen und das so rüberbringen. Das würde zu lange dauern. Aber wir würden hier den ganzen Bereich sparen und hier keine Züge langziehen müssen. Und dann könnten wir hier einfach die Strecke doppeln. Könnte auf Dauer tatsächlich günstiger sein oder einfacher sein, das so zu machen. Halt hier außen rum zu gehen. Und hier den Anschluss für dieses Kraftwerk zu schaffen. Denn wenn es erstmal läuft, dann ist ja gar kein Problem. Dann wollen wir nur schauen, wie wir das machen wollen. Wie wäre der beste Weg, das so anzuschließen? Würde das so gehen? Tu einfach mal so. So. Und so.
Und dann wäre das Kraftwerk theoretisch angeschlossen. Dann müssten wir hier in dem Bereich noch ein Kraftwerk bauen, um den Hafen mit Strom zu versorgen. Das ist ja dann auch gar kein Problem. Die Strecke hier wird dann gedoppelt oder gedrittelt. Also bis hierhin gedoppelt, bis hierhin gedreifacht und hier wird dann gedoppelt. Die Menschen lassen sie zumindest hochleben. Bis hierhin. Doppeln wir es schon mal. So. Die Vorzüge können dessen neuen Stahl abholen. Wir haben schon genug. Oder die Moskito bringt den Stahl einfach mal mit. So, und das Hafenkraftwerk können wir auch schon mal irgendwie einplanen. Dann ist hier vielleicht wirklich der Werftbereich. Ja, ich würde sagen, das Hafenkraftwerk kommt danach. Nein. Das muss halt dann so gedreht sein, damit die Schienen hier rüberführen können. Sehr gut. Frachtkreuzer bereit. Okay, die Propaganda ist schon mal abgeklungen oder klingt gerade ab. Ah ne, jetzt nur auf Misstrauen runter. Nicht länger Unmut. Haben wir Benachrichtigungen über eine fertige Überfahrt gekriegt? Nein. So, bis hierhin wollen wir es gedreifacht haben. Weil das bis da oben hin... Genau, bis hierhin wollen wir es gedreifacht haben. Geht das hier nicht auch? Ehrlich gesagt, gar kein Problem. Dann machen wir das so. So. Dann haben wir ein gutes Schienennetz. Und... Dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Denn das hier hat das nicht unbedingt nötig. Das ist so eine kurze Strecke, da wird sich niemand dran stören. Bereit zum Abheben. Hallo Meerjungfrau. Das sind aber ganz kurz 100 Tonnen überregionale Post. Regionale Post werden wir hier dann transportieren. Denn wir haben hier sehr viel lokale Post. Und davon werden nur 50 Tonnen hier abgeholt. Ich möchte 100 Tonnen von den anderen nehmen und hier rüberbringen und umgekehrt. Oder immer 50 Tonnen hin und her schieben. Dreck ist sehr kurz. Was darf es sein? Mal schauen, ob. Nimmt sie diesmal die regionale Post mit und bringt die rüber. Okay, sie hat sich 50 Tonnen mitgenommen, bringt die mit, die werden dann wieder zu überregionaler und dann laufen die Sachen. Das alles hier kommt mit. Schub. Die Menschen lassen sie hoch. Was ist das Problem? Voll. Ihr Schiff ist von der Überfahrt. Das ist, worauf ich gehofft hatte. So. So, wir brauchen dann hier eine. Ist. Ein Land der Hafenstadt? Oh. Nun, Bright Sand. Ach, durch die Feierlichkeiten. Was fehlt hier noch? Steine. Okay, wisst ihr was? Wir brauchen hier ein verdammtes Depot. Oder eine verdammte Anlegestelle.
Können wir vergessen. Wir brauchen keine Anlegestelle. Tut gerade nicht zur Not. So, hier ist gerade das Künstlerfest. Und es gibt Attraktivität. Und senkt die Wartungskosten auf alle öffentlichen Dienste. Und alle kulturellen Gebäude kosten einfach gar nichts in der Zeit. Wie nett. Das war mein Bedürfnis. Die Fahne der Freiheit. Hörst du auf zu heulen? So. Denn letzten Endes sollen das ja alles später irgendwie mindestens Investoren werden. Wir haben sehr viel Ingenieurarbeitskraft. Dementsprechend ist kein Problem, wenn wir die alle auf Investoren hochzimmern. Und dann werden die alles finanzieren, was wir künftig jemals machen wollen. Kisten unter Deck. Was? Kisten unter Deck? So. Was fehlt hier noch? Holz. Oh, das ist einfach nur lustig. Alligator auf der Lauer. Was bist du für ein Edgelord? Ich bin ein Alligator. Ich bin ein Raubtier. Seht, wie interessant ich bin. Das ist von Admiral Drake, der das Schiff steuert. Niemand sonst. Er fühlt sich wieder so interessant. So, nun, da wir die Schienen verlegt haben. Sollten sehr viele Dinge ganz gut funktionieren. Frachtschiff steht bereit. Da. Ball drehen. Nein, hör auf. Lass das. Postamt. Gut. Versteckt die Flaschen, der Boss kommt. Das hast du gut erkannt. Post. Briefkasten. Überlappung ist verboten, wie wir wissen. Das heißt, wir werden erst einmal nur Blaupausen setzen. Um sicher zu gehen, dass wir nicht unser teures Aluminium verschwenden. Diese Ecke bietet sich eigentlich perfekt zum Briefkasten. Als Vertrauensbeweis. Nein. Ach ja? Und das soll ich Ihnen glauben? Ein kleiner Hoffnungsschimmer. So. Der ist überfordert. Wir brauchen noch ein weiteres Lagerhaus hier. So. Hält effektiv mit. Denn die kommen ja einfach nicht klar auf ihr Leben. Postkästen. Darf ich jetzt bitte mit ein bisschen langsamerer Geschwindigkeit Postkästen bauen? Die gute Sache ist, dass ich hier ein paar dieser Innenstraßen wegreißen kann. Und die bieten sich im Zweifel an. Hier könnte man zum Beispiel diese Ecke wegmachen. Und dann passt ein Briefkasten direkt da rein. Also ich muss sagen, hier bietet sich der perfekt an. Da passt ein Briefkasten sehr gut hin. Da kriegt er auch einen ganz guten Bereich. Hier überlappt er sich aber leider so. Das heißt, wir müssen den hier so setzen. Wobei, die Hälfte hier oben, die hier, die wäre verschwendet. So kriegen wir noch möglichst viele mit. Den da, den kriegen wir halt nicht rein. Okay, wenn wir den so oder so nicht reinkriegen, wenn wir hier nach hinten gehen, ist es besser, den Platz tatsächlich zu verschwenden. Dann kriegen wir hier hinten mehr Platz. Ansonsten nehmen wir uns hier hinten Platz weg, den wir jederzeit nutzen könnten für Briefkästen, die außen rum stehen. Genau, was ich meinte. Da
hat sich aber jemand nach vorn gekämpft. Irgendwer fällt immer einfach durchs System durch, nicht wahr? Aber was man machen bei solchen Evolutionsbremsen? Nun gut. Schiff unter Beschuss. Dahin. Dahin. Einfach weil es gut aussehen wird und der Rest ist mir egal. Und hier bietet sich das hier eigentlich ziemlich gut an. Ah ja, Schiff ist unter Beschuss. Neue Ziele? Lösch den mal. Flotte legt ab. Flotte segelt in Formation. So, an den trostlosen Clipper liefern. Der arbeitet aktuell nur auf 50%. Aber es ist egal, es geht nur darum, ein bisschen regionale Post zu bekommen, die wir wirklich benutzen können. Nein, das ist Abriss. Ich möchte nicht abreißen, ich möchte bauen. Okay, folgendes. Dann geht diese Ecke weg. Und dann kommt dahin so einer hin und wir sagen allen, dass sie ausgebaut werden sollen. So, die werden dementsprechend alle angeschmissen und der müsste besser werden. Es hilft natürlich auch nicht, dass er umgeben ist von verdammten Bauern. Aber wenn wir die alle wegmachen, dann rasten die hier ein bisschen aus. Das wollen wir jetzt auch nicht. Neue Befehle? Wir haben noch einen weiteren Steg, der gebaut werden möchte. Was fehlt hier? 50 Stahl, 40 Fenster, 30 Beton. 50 Stahl, 40 Fenster, 30 Beton. 50 Stahl, 40 Fenster, 30 Beton. Lass mal zurück. Das Zeug müssten wir hier haben. Geh weg. Nein. Ah Gott. Lass mich die Kamera ziehen. So. 50 Stahl, 40 Fenster, 30 Beton. Rücken Sie endlich damit heraus. Alles scheint in Ordnung zu sein. 50 Stahl, 40 Fenster, 30 Beton. Und dann haben wir den nächsten Pendlerkai und dann laufen Sachen. Baumaterial, 50 Stahl, 40 Fenster, 30 Beton. Und runter da und dann können wir die Bauern dieser Stadt auch benutzen und die Arbeiter. Die Monitore sind repariert, wie schön. Geht hier rüber. Kalina hätte wieder eine Aufgabe für uns. Ehrlich gesagt habe ich kein Interesse daran, die zu erfüllen. Jetzt allerdings ist es Zeit für eine neue Luftpostroute. Um regionale Post hinzukriegen. Was darf das sein? Reiterei. Das ist ein Transfermenü. Luftschiffrouten. Und ich möchte eine neue machen. Abbrechen. Nee, das ist Schiff auf der Route. Das ist die eine Route, die wir haben. Ab. Nein. Ja, ich möchte hier raus. Route einrichten. Luftschiffroute. Dann möchte ich, dass die Streiterei zwischen Ditchwater und Bright Sands unterwegs ist. In Ditchwater in Bright Sands einlagern. In Bright Sands lokale Post einlagern, wie es geht und auslagern. Annehmen. Dadurch kriegen wir regionale Post. Und regionale Post wird uns einen richtig schönen Geldschub geben. Die Lage ist äußerst mittelmäßig. Ach, du bist auch so mittelmäßig. Dann kriegen die hier regionale. Das sind 70 Münzen und 12 Investoren. Und das ist gut. Bereit zum Abheben. Und die Leute, die kriegen auch lokale Post.
Lokale dürft ihr nicht benutzen. Aber regionale dürft ihr benutzen. Und überregionale auch, wenn ihr welche bekommt. Klar, was ihr nicht werdet. Wusste ich's doch. Luftpost ist das nächste große Ding. Bereit. Und schon für lokale Post. Lokale Post. Jetzt hier zu regionaler wird. Regionale Post ist da. Und das Geld geht in die Höhe. Weil ein ganzer Batzen von Leuten plötzlich regionale Post kriegt. Und dadurch ziehen auch mehr Investoren ein. Und wir kriegen mehr Geld. Auch wenn die Investoren immer noch an so einer Situation sind, weil der Tabak fehlt. Aber Tabak ist Zigarrenwert ist eine Katastrophe zu beschaffen. Und wir stehen so kurz auf, einen Dampfwagen herstellen zu dürfen. Ich glaube, dann haben wir aber die Investoren voll durch, oder? Danach kommt ja nichts auf Haus. Bietet verschiedene Verbrauchsgüter für die gehobene Gesellschaft an. Toaster, Staubsauger, Geschirr, Kühlschränke, Aktenkopf. Was? Wohin soll's gehen? Verdammte Kühlschränke? Ich will's an Schnaps. Ehrlich gesagt können wir bald die Bemühungen machen, hier die ganzen Sachen anzuschmeißen. Neue Befehle? Aber erst einmal. Frachtschiff steht so bereit. Sehr schön. Klarer Himmel. So profitieren halt beide Gebiete. Okay, lokale Posten das sehr, sehr stark ab. Davon haben wir es fast nichts mehr. Wir sind abflugbereit. Die hier allerdings können nichts verbrauchen. Das ist zu viel. Passen wir die Route nochmal an. Ditchwater weniger. Viel weniger. So viele regionale Post können die Leute hier nicht verbrauchen. Das ist absoluter Overkill. Ja, ist sofort vollgelaufen. Und das wird sich natürlich erfüllen. Denn das wird uns sehr Geld kosten, wenn die hier keine regionale Post mehr haben. Keine lokale Post mehr haben. Das sind immer 25 Münzen die Nase. Und wir kriegen jetzt mal plus 12.000. Also, die Luftschiffe haben sich schon bezahlt gemacht. Muss ich denen lassen. Wir speichern. Und nun, da wir mit Luftschiffen loslegen, lege ich eine Aufnahmepause ein. Nun gut, liebe Gemeinde, Dinge gehen sehr gut voran. Und wir haben jetzt auch wirklich angefangen, bei Bright Sands ein bisschen weiter zu arbeiten. Die nächsten wirklichen Schritte für Bright Sands wäre, es an Öl anzuschließen und die Versorgung hochzuzimmern und die ganzen Leute, die wir da haben möchten, hochzuzimmern, damit wir wirklich auf Investoren kommen. Wir werden dafür die ganze Stadt noch aufbauen müssen, Industrie richtig verteilen, all solche Sachen. Ich möchte allerdings so wenig Industrie wie möglich auf Bright Sands stehen haben, um die Stadt wirklich attraktiv zu machen. Wenn die wirklich nämlich hochgradig attraktiv ist, setzen wir noch einen Besucherhafen drauf, bauen jetzt einen Touristenhafen aus, setzen das verdammte Grand Hotel und machen daraus einfach die wunderschönste Stadt auf der Welt. Deswegen möglichst wenig Industrie da drauf. Das heißt, wir werden ein paar andere Inseln nehmen müssen, die wir spezifisch dafür bauen, um Bright Sands zu füttern. Haben wir genug übrig. Vor allem durch den Pendlerkaiser gar kein Problem, die Arbeitskraft aufzuteilen. Insofern, es geht voran, liebe Gemeinde. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, viel Spaß und Cheerio!